Leute, wir haben Scheiße gebaut. Leute, wir haben Scheiße gebaut. Erinnert ihr euch noch an den Stinkekäfer, den ich damals im Glas eingesperrt habe und rausbringen wollte? Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, er ist tot. Warte mal. Ist er tot? Moment. Also entweder ist er im Glas erstickt, was sein kann, oder er ist verhungert. Wie lange lebt so ein Stinkekäfer ohne Essen? Überleben die 3 Tage? Ist das schon 3 Tage her? Moment, am Sonntag. Das heißt, er war... So, nee, nee, Moment, seit Samstag, glaube ich. Sonntag, Montag, Dienstag und jetzt ist Mittwoch. Nein, warte, ernsthaft. Er war ein besonderer Stinkekäfer. Er hat mein Zimmer invaded. Aber er hat mich nicht bedroht. Ich dachte mir, wir geben ihm einfach eine Auszeit. Ich wollte ihn nicht zerquetschen, sonst würde mein Zimmer stinken. Ich habe ihm seine Freiheit genommen. In einem Glas. Es war sogar ein dreckiges Glas, Leute. Ich habe da drinnen irgendeinen Cocktail gesoffen. Der war gut. Mit Ananas und Kokosnussgeschmack. Pina Colada, ah doch, Pina Colada, heiße Scheiß. Und er hat niemals die Chance bekommen zu stinken. Naja, innerhalb des Glases. Und nur weil ich vergessen habe, ihn wegzubringen, ist er tot. Schweigeminute. Nein. Ey, First Pick Aphelios. Nein, nein. Komm, Leute. Ich zeig euch jetzt meine Sicke ja super. Ey, yo, yo, yo! Warte, Moment, ich bin ADC. Ey, yo, Leute, ich bin ADC. Haben wir? Wir haben 2 Midlaner! Nee, wir haben 2 Supporter! Oh, dieser Soraka-Skin sieht so gut aus. Step on me, Mami. Man sieht, man, du bist so alt und dein Hirn ähnelt einem 12-Jährigen. Ich kann auch sehr erwachsen sein. Ich kann auch tatsächlich sehr erwachsen sein, Leute. Aber dafür gibt's keinen Grund. Ich meine, man passt sich ja seiner Umgebung an, ne? Und ich meine, ihr seid halt alle Leute, jetzt gehe ich jetzt Windwallen? Oh, die Wave steht so kacke. Sag mal, kann ich sein Ding zu Windwallen? Warte mal, wir chillen lieber erstmal. Oh, ich bin reingelaufen. Null. Die Juice. Oha. Aber warte, er ist markiert, ne? Er kennt mich eigentlich von überall aus jetzt ab. Scheiße, kennen wir ihn. Ja, Leute, wir chillen einfach auf Level 3, okay? Und ab dann töten wir die. Ich werde alle Yasuo-Mains hier stolz machen. Warte, fick ich die jetzt? Bin ich strong genug? Warte mal. Doch, das schaffen wir. Erstmal einen Stack vorholen. Easy, Boys. Easy. Ich bin als Yasuo zur Welt gekommen. Spaß, Mann, Alter. Als ich aus meiner Mutter rausgekommen bin, ist erstmal Wookie rausgekommen. Leute, wollt ihr mal hören, was für ein gemeiner Bruder ich bin? Meine Schwester, wie alt war sie? Wie alt war ich? Ich war vielleicht, lass mich lügen, ich war 14 oder so, ne? Digga, ich habe immer zu ihr gesagt, du wurdest adoptiert, Mann. Wir haben dich in der Mülltonne gefunden. Irgendwann hat sie angefangen, in Frage zu stellen, ob sie wirklich zur Familie gehört. Oh, scheiße, warte mal, was tue ich? Ah, easy. Oh, das war einfach so lustig, ne? Also, gemobbt habe ich sie dafür. So, aber ich muss ihr auch Respekt beibringen. Das ist, das gleicht sich aus. Leute, scheiß auf Krippmann, wir uns Infinity zuerst. Ey, das war so cool, ne? Ich so, hä? Ist dir nicht aufgefallen, dass dein Hautton etwas heller ist als meiner? Oder ist dir nicht aufgefallen, dass du Glubschaugen hast und wir nicht? Oh, die hat sich so eingekackt, Leute. Das war so lustig. Ich meine, heutzutage denke ich mir, okay, komm, scheiß Aktion und so, ne? Kein Ding. Die Arme, sowas hat Nachfolgen? Nein, nein, Quatsch. Meine Schwester studiert mittlerweile. Die können sie ja mal anrufen. Ach, passt auf, Leute, ich habe eine gute Idee. Lass mal gleich meine Schwester anrufen und dann Dating-Show mit ihr machen. Haben wir hier irgendwo ein paar Single-Nerds im Chat? Kommt, Leute, ich verkaufe euch gleich meine Schwester, okay? Für irgendwie ein paar Ziegen oder so. Alter, yo! Also, ihr dürft mir erstmal Geld anbieten, okay? So, wenn ihr mir genug Geld anbietet, rede ich mal mit ihr.
Der hat einen dummen Bruder. Das will man nicht in der Familie. Oha. Digga, Leute, ihr schreibt jetzt alle. Ihr schreibt zwar alle, aber auf meinem Konto ist noch nichts. So, was soll ich ihr sagen? So, ey, ich hab dich versteigert für 50 Cent. Ja, ja, ich weiß, er ist hässlich, aber ey, ich hab jetzt 50 Cent. Scheiße. Bin ich sauer, Alter. Wo ist mein Telefon? Ey, da, Moment. Bevor ich sie anrufe, Leute, was für Fragen sollen wir ihr stellen? So, was müsst ihr vorher wissen, damit ihr sagt, okay, komm, ich kauf sie. Wir müssen ja so Interview-Show draus machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch gerne meine ganze Familie verkaufen. Ey, Leute. Jetzt no joke, das ist meine Schwester, okay? Es gibt Sachen, die will ich gar nicht wissen. Denkt dabei doch auch mal an mich. Digga, was für Auerglas? Was für Auerglas? Ich meine, stop. Oha, die sind gefiedelt. Warte mal. Ich habe nur 3 Kills. Summit Man! Besser Support. Okay, das hört sich scheiße an. Besser Support wins. Das ist voll klein. Okay, Leute, Fragen. Ich habe jetzt Zeit, um Fragen zu schreiben. Hobbys. Wie willst du deinen Döner? Kannst du kochen? Spaziergänge am Strand. Digga, was für Spaziergänge am Strand, Mann. Okay, nein. Ich spoiler dich. Mann, push hier weiter. Was mache ich überhaupt in diesem Game? Guck mal, sie denkt, ich sidesteppe. Pizza mit Mais. Wenn es ein... Es gibt... Was? Hä? Wenn es ein was? Gibt's was sehr viel... Hä? Ich verstehe das nicht mal. Ey, ich frag sie mal, ob lieber Fortnite oder Dota, okay? Fortnite oder Dota. Ey, oh, pass auf, Leute. Das ist eine Fangfrage. Denn sie muss sagen, keins von beiden. Welche Elo war sie last season? Ich glaube, ich habe ein League Game mit meiner Schwester auf YouTube. -se. Ist er echt gerade vorgekommen und hat mich einfach geignited? Oder irgendwie mache ich mein Yasuo falsch, glaube ich. Oh, stimmt. Was ist besser? McDonald's oder Burger King? Ey, Leute, ich habe eine Idee, Mann. Passt auf. Wir rufen nicht nur meine Schwester an. Wir rufen auch noch ein paar Ex-Viber von mir an. Wie habe ich denn den Knocker verkackt? Kommt, Leute, ich biete heute meine Ex-Freundinnen an. Nein, Spaß, das wär voll respektlos, das machen wir nicht. Die sind eh hässlich, oha, du bist hässlich. Ja, Leute, der Silfman hat nicht immer sich eingeschrubbt. Ey, Leute, ganz ehrlich, der einzige Trick bei Frauen, sei ein korrekter Dude. Kann deine Schwester, Leute, normal kann sie Kuchen backen, Alter. Ah, sag mal, seid ihr behindert? Meine Schwester ist türkisch aufgewachsen. Meine Mutter ist Turbo-Türkin. Soll ich euch sagen, was das bedeutet? Das bedeutet, Digga, putzen, kochen, sauber machen. Hört sich jetzt vielleicht behindert an. Aber das ist so. Also sie ist jetzt natürlich nicht meine Schwester ist jetzt nicht so verkommen, ne? Sie hat hier ihre großen Brüder als Vorbild. Aber meine Mutter hat uns früh aufgegeben, weil wir Jungs sind. Aber nicht meine Schwester, die hat sie nicht so schnell aufgegeben. Wieso hast du die Nummern noch von denen? Also ganz ehrlich, ich bin sehr faul, Leute. Mein Handy ist bestimmt auch voll mit zigtausend Bildern von Ex-Freundinnen von mir, weil... Das juckt mich nicht. So, ich bin einfach faul. Ich sag halt, wie es ist. Zweitens, so, wofür löschen? Das heißt, ich müsste ja was machen. Ah, ich habe es nicht hinbekommen. Oh, ich bin tot. Digga, wie lange hält das bei... Fick dich. Man sieht an seinem Rasierverhalten, ist er faul. Guck mal, ganz ehrlich. Das ist auch dieses, ja, meine Ex hat mit mir Schluss... Okay, ich meine, es ist jetzt auch seine Ex, ne? Aber meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Den Teddybären, den sie mir geschenkt haben, den muss ich jetzt wegwerfen. Da denke ich mir auch nur so, Alter. Das ist ein fucking Teddybär, der hat einen Zehner gekostet. Bro, behalt ihn doch. Du hast 10 Euro gerade gespart. Genau, Leute, der Teddy kann nichts für. So, das stellt euch vor, sie hat euch ein cooles Bild gemalt. Digga, wenn das Bild gut an meiner Wand aussieht, dann... Sieht zwar gut an meiner Wand aus. Sieht besser aus als im Mülleimer. Na, jeder kann mit 18 ins Bordell gehen. Ja, oder so. Aber ich glaube, das würde kaum einer machen. Also ich glaube nicht, dass irgendein 18-Jähriger sagt, ey, stellt euch mal vor, also, vielleicht bin ich da so ein bisschen altmodisch, dies, das oder so. Aber ich finde, erstes Mal sollte schon so mit Freundin sein. Und danach böller halt, was du willst. Denn an das erste Mal wirst du dich immer erinnern. Immer.
So, und da will ich doch nicht sagen, ey, ich hatte aber das erste Mal mit irgendeiner Chantal, die eine 40-jährige Crack-Hure ist. Nur ich mag keinen Crack.